Hallo Community, wir sind's wieder von Trader Online Video, Julian. Tag. Und ich, der Micha. Es gibt so viele Magic-Karten, dass man gar nicht alle kennen kann und deswegen stellen wir euch in dieser Reihe immer die besten Magic-Karten ihrer Art vor. Und heute, du freust dich schon drauf, ne? Ja. Die besten Ratten. Viel Spaß. Trader. Mit uns hast du gute Karten. Ja, Ratten gibt es ja schon seit Anbeginn von Magic, sei es der ersten Edition. Und ich habe mal mitgebracht, da aus der Deutsch Limited Edition, die Pestratten. Und die sind schon in einem Katana-Sleeve drin, denn von Ultimate Guard gibt es ja immer eine Verlosung zu jedem Video entsprechend der besten. Und da haben wir hier die Packung Katana-Sleeves im Gewinn. Da sehen wir auch, die Karte ist da schon so gut im Sleeve entsprechend drin. Die Katana-Sleeves kennst du ja auch, ne? Ja, sind sehr gut mischbar und schicken sich auch an, auch so mit so die besten Turniersleeves zu sein. Und dazu gibt es dann noch wieder eine Sidewinder 100 plus Xenoskin Deckbox. Ne, da könnt ihr euer Deck also richtig schön ordentlich da schön hochwertig reinpacken. Alles mit Magneten so, zack, verschließbar. Ne? Ja. Das könnt ihr gewinnen. Ihr nehmt an der Verlosung teil, wenn ihr den Kanal abonniert oder abonniert habt, das Video liked und kommentiert. Da wünschen wir euch viel, viel Glück. So, und jetzt aber das mal an die Seite und die Pestratte einmal im D-Sleeve. Und du kannst mal ein bisschen ranzoomen und dann gucken wir mal, was kann sie denn? Das ist praktisch jetzt so die Urratte. Ne? So, Pestratten sind das übrigens. Ein schwarzes und zwei Mana heißt damals noch Ratten beschwören und hat Sternchen, Sternchen gehabt. Das muss dann erstmal erklärt werden. Die rechten Sternchen rechts unten stehen für die Anzahl der Ratten im Spiel. Sind zum Beispiel zwei Ratten im Spiel, hat jede der Ratten Stärke und Widerstandskraft 2/2. Das heißt ganz entsprechend bei vier Pestratten, wenn wir dann drin sind. Aber sie zählt ja die Anzahl der Ratten. Wenn wir ein reines Deck spielen, ist das auch schon cool. Ne? Denn wir stellen euch jetzt ja nur Ratten vor. So, dann geht's mal weiter. Mit den Bog-Rats. Die kamen dann aus der The Dark Edition. Gibt es nur englischsprachig, wurden dann später reprintet. Ein schwarzes Mana, ja, Beschwörung von Ratten und die können nicht von Mauern geblockt werden. Ne? Ja. 1-1. Einfach so ein bisschen, nur Ratten sind oftmals auch günstig, sind auch im Erwerb günstig. Also ne, viele Ratten sind auch wirklich im Kamm-Slot, aber wir gehen ja auch wieder von ein bisschen von alt zu neu und so und dann könnt ihr wirklich mal gucken, was denn da für euch ist. Denn ein Rattendeck ist schon cool. Ne? Also, ob es jetzt im Highlander ist oder entsprechend oder im Commander. Format, jede Karte nur einmal, aber auch im Duellformat kann man mit Rattendecks starke Sachen bauen. Wenn ihr noch Ratten wisst, die wir jetzt nicht genannt haben, dann schreibt das gerne in die Kommentare, dann können andere Spieler nachgucken, ne, was es denn noch coole Karten gibt. Und schaut natürlich gerne auch in die anderen Teile von die besten Magic-Karten ihrer Art, denn da haben wir schon viele andere Tribes und Karten vorgestellt. Genau. Ja, ja. So, Kanalratten aus Mirrodin oder Mirage? Was Mirage, ja, Trugbilder, ja, genau, genau. Ja. Ein weißes Mana, wir gehen mit der Mana-Kurve so ein bisschen hoch jetzt hier in diesem Video auch wieder. Beschwörung von Ratten, 1-1, aber wir können ein schwarzes Mana bezahlen, einen Lebenspunkt bezahlen und den plus 1 plus 0 bis zum Ende des Zuges geben. Du kannst aber nicht mehr als drei schwarze Mana auf diese Art pro Zug ausgeben. Ja, aber drei wären ja schon mal. Schwarz hat dieses, wir zahlen natürlich für Leben, ne? Ja. Aber entsprechend gerade, wenn wir die Ratten ja auch verstärken, können wir einfach da nochmal das Schadenspunkte-Rennen da nochmal mehr reindrücken oder so, gerade wenn wir halt damit keine anderen Kreaturen angreifen, sondern wir merken, die ist jetzt ungeblockt und kann dem Gegner halt direkt dann da Schaden machen. Ja. So. Die Edition hast du schon gespielt, ne? Oder? Nee. Das ist Ravnica oder Rückkehr nach Ravnica gewesen. Abflussrohr, Ungeziefer, ein schwarzes Mana, 1-1er Ratte. Wenn sie stirbt, kannst du ein schwarzes Mana bezahlen. Falls du dies tust, wirft ein Spieler deiner Wahl eine Karte aus seiner Hand ab. Das ist so eine andere nervige Rattenfähigkeit, dass sie nämlich Handkarten abwerfen lassen. Ne? Das ist jetzt schon eine neuere Karte. Kostet nur ein Mana, 1-1. Dann merkt man, dass das Power-Toughness-Verhältnis ist schon gut hier zu den Casting-Kosten. Allerdings musst du für das Abwerfen bezahlen. Und der Gegner darf sich die Karte auch aussuchen, die er abwählt. Ja, ne? Genau. So, meine mit so Lieblingsratte im Ein-Mana-Slot kommt aber jetzt. Das sind die Typhus-Ratten. Denn die nerven einfach total. Ne? Ein schwarzes Mana, 1-1, Todesbüro. Fertig. Ja, das ist halt fies, ja, vor allen Dingen im Rattendeck, jetzt können wir noch weitere Decken, also das ist so eine Basisratte, sag ich jetzt mal, so für den Ein-Mana-Slot, so zum Rausdroppen. Und die stoppt aber einfach schon mal viel und sie zählt natürlich als Ratte, das heißt, die wird von vielen anderen Effekten, die wir nachher noch sehen, auch betroffen sein. Todesbürum ist immer fies. Todesbürum ist immer fies, ja. Und erst recht bei kleinen Kreaturen. Ja, so, dann gehen wir mal in den Zwei-Mana-Slot. Da gab es dann die gierigen Ratten. Ja, ein schwarzes und 1-1-1 aus...
Ursas Factory oder ja, so? Ja, Ursas Destiny, Ursas Schicksal. Okay, okay, ja. Okay. Wenn die gierigen Ratten ins Spiel kommen, bestimmt ein Gegner deiner Wahl eine Karte aus seiner Hand und wirft diese ab. Ja. Und das ist ja auch praktisch, also wenn der Gegner, wovon wir jetzt mal ausgehen, nicht mit dem Friedhof irgendwie spielt, dass er die Karten aus dem Friedhof wiederholt, dann haben wir einfach schon wieder eine Karte entsorgt. Ne? Das jo, heißt, genau. Das ist auch eine starke Fähigkeit der Ratten, weil das machen die dann ja andauernd und das nervt dann ja. Dann greifen wir praktisch die Hand des Gegners an mit Kreaturen. Ne? Mhm. So. Genau. Verrottende Ratten aus Konflux. Schwarz 1, eine Zombie-Ratte. Da kann man auch mal mischen, wenn wir merken, jetzt haben wir da zwei Tribes. Ne? Kannst ja. auch ins Zombie-Deck reinpacken, natürlich, wenn du willst. Aber wir haben die jetzt bei den Ratten natürlich mal eingeordnet, wieder 1-1. Wenn die verrottenden Ratten ins Spiel kommen, werfen alle Spieler eine Karte aus ihrer Hand ab. Du hast aber selber Exhumieren. Ja? Das heißt, vielleicht haben wir auch noch andere Karten, die wir aus dem Friedhof eben wiederholen können oder sonstiges. Oder wir selber spielen sie so, dass wir gar keine Karte mehr auf der Hand haben. Dann müssen wir auch keine abwerfen. Ja. Aber das ist entsprechend auch natürlich im Multiplayer wieder so eine stärkere Sache, weil es halt alle betrifft. Ne? Muss man gucken, wie man spielt. Ja, und dann Exhumieren, ein schwarzes und eins. Bringe diese Karte aus deinem Friedhof ins Spiel zurück. Sie hat Eile, entferne sie am Ende des Zuges. Oder, falls sie das Spiel verlassen würde, ganz aus dem Spiel. Spiele Exhumieren nur wie eine Hexerei. Und dann kommt ihr aber nochmal ins Spiel. Dann müssen wieder alle eine Karte abwerfen. Ja, das ist ja, also da ja, entsprechend genau. dann so ärgerlich. Ne? Also dieses Kartenabwerfen muss man ein bisschen mit rumspielen, muss ja gucken. Wir stellen euch ja mehrere Ratten vor, ob das so euer Spielweg ist oder so, aber das zeigt halt schon. Ne? Oder ob ihr einfach nur viele Ratten machen wollt. Davon kommen ja gleich auch noch welche. Ja. So, diebische Ratte aus Gilden von Ravnica. Genau. Ja? Genau. Schwarz und eins, wieder eine 1-1er Ratte. Wenn sie ins Spiel kommt, wirft jeder Gegner eine Karte ab. Die finde ich dann eigentlich schon besser. Da siehst du wieder, ja, genau, dass die Karten, je neuer die werden, dann teilweise auch einfach dann besser werden, angepasster werden. Ne? So. Jetzt aber wieder auf eine andere Rattenfähigkeit, dass Ratten wieder viele werden wollen. Wieder eine ältere Karte, der Rattenschwarm. Der kommt aus Portal. Und das ist Portal 2 gewesen. Ja? Hm? Ja. Ja, wieder für ein schwarzes und eins, eine Sternchen-1-Ratte. Die Stärke des Rattenschwarms ist gleich der Anzahl an Rattenkarten, die du im Spiel hast. Ja, ne? Also ja. Das ist im reinen Rattendeck ist natürlich immer super. So, stimmt. Jetzt wieder die nächste Todesberührungsratte, nämlich die Ruinenratte. Schwarz und 1, Todesberührung, 1-1. Und wenn sie stirbt, schicke eine Karte deiner Wahl aus dem Friedhof eines Gegners ins Exil. Also auch da können wir einfach Karten, die uns im Friedhof des Gegners stören, exilen, alles, genau, alles ja. können Ratten. Und wenn wir natürlich uns ein Deck mit ganz vielen Todesberührungsratten bauen, das ist auch sehr ärgerlich. Und ihr seht, das sind alles Kammkarten. Ne? Also die sind dann längst auch nicht so teuer. Also ein Rattendeck kann man sich schön günstig zusammenbauen. Genau. Sehr ja. stark, aber auch eine teurere Kammkarte ist die Rattenkolonie. Und warum, das sehen wir gleich. Für Schwarz und 1 ist die 2-1 und erhält plus 1, plus 0 für jede andere Ratte, die wir kontrollieren. Schon mal super. Aber ein Deck kann eine beliebige Anzahl an Karten namens Rattenkolonie enthalten. Ja, also kannst du irgendwie so 40 Mal in dein Deck packen. Wenn du denn nichts anderes machen willst, dann kannst du das tun, ja. Genau. Ja, ob das dann so sinnvoll ist, das ist dann eine andere Sache. Stimmt, ja. Ja, und ja, aber da sehen wir auch einfach nochmal, dass die neueren Karten einfach dann stärker sind als die älteren. Ne? Ja. So. Ein richtiger Kracher, finde ich aber, jetzt haben wir eine Rare-Ratte für 2 Mana, die Gossenratte. Die ist richtig super, hat Sternchen. Und sagt, Stärke und Widerstandskraft der Gossenratte sind gleich der Anzahl der Ratten, die du kontrollierst. Das werden einige sein. Ja. Und für Schwarz und 2, wirf eine Karte aus deiner Hand ab, bringe einen Spielstein ins Spiel, der eine Kopie der Gossenratte ist. Dann kannst du also alles zu Gossenratten machen. Kostet ein bisschen was, aber dann hast du natürlich, ja, du kannst das natürlich dann ziemlich stark. Du kannst das abwerfen, was du nicht mehr brauchst, entsprechend dann da. Und wenn es da Länder sind oder so, ganz egal, ja, ne, mal reinschmeißen. Ja, fies, super. Die nehmen wir mit. Richtig, richtig böse Karte. So, jetzt wieder eine ganz alte Ratte. Wir sind jetzt im 3-Mana-Slot. Die Pestilenzratten. Sieht man auch, dass die noch ganz anders gezeichnet sind damals, als die neueren entsprechend. Mm. Ne? So, ja, schwarz und 2 aus. Ice Age. Ja, richtig. Ja, so langsam. Sternchen 3. Die Stärke der Pestilenzratten entspricht der Anzahl an anderen Ratten im Spiel, egal unter wessen Kontrolle. Wenn beispielsweise 2 andere Ratten im Spiel sind, haben die Pestilenzratten Stärke und Widerstandskraft 2-3. Weil sie haben ja Sternchen. Und dann 3. Ja. Ne? Also einfach, das ist auch wieder cool. Wenn du da gibt es ja auch schon mehrere von diesem Typ. Ne? Genau, dann ja. Die werden immer entsprechend stärker. So, schnatternde Ratten. Für 3 Mana aus
Nö. Darksteel war das. Nachtstrahl. Okay. Wenn die schnatternden Ratten ins Spiel kommen, legt ein Gegner deiner Wahl eine Karte aus seiner Hand oben auf seine Bibliothek. Und das ist nochmal so gemein, weil er die Karte dann ja nochmal zieht. Ne? Das heißt, die nächste Karte, die er zieht, ist ja die Karte, die er ablegen musste. Ne? Das bringt ihn also in der Regel dann nicht weiter. Ja. Deswegen kostet die Karte 3 Mana. Und sie hat natürlich auch schon einen Body von 2-2. So, jetzt hier wieder für 3 Mana die Felsenburg-Ratten. Schwarz und 2-1 mit Irrealität. Aus. Irgendwas mit Future Blick, oder so. Ja, Future Sight, Blick in die Zukunft. Future Sight, diese Kreatur kann nur Kreatur mit Irrealität blocken und nur von solchen geblockt werden. Sie sind also praktisch in so einer Schattenebene, in so einer Irrealitätsebene unterwegs. Aber immer wenn die Felsenburg-Ratten einem Spieler Kampfschaden zufügen, werfen alle Spieler eine Karte aus ihrer Hand ab. Und dadurch, dass die in dieser Irrealitätsebene sind und der andere da sehr wahrscheinlich nicht mitspielen wird, passiert das andauernd. Ja, genau. Ja? Und das ist dann halt sehr, sehr stark. Ne? Mhm. Genau wie auch eine richtig starke alte Karte, aber auch schon wieder reprinted, aber hier aus welcher Serie? Vision. Ah, gut. Ja. Die Gruftratten, die habe ich damals auch gespielt, fand ich richtig cool. Ne, 1-1 für 3 Mana, da müssen sie was können. Und zwar für X, die Gruftratten fügen jeder Kreatur und jedem Spieler X Schadenspunkte zu. Du kannst nur schwarzes Mana auf diese Art ausgeben. Aber wenn man ein rein schwarzes Rattendeck spielt oder so, dann kann das zum Ende auch der Killer sein. Dass sie zum Beispiel irgendwie sagen, so, ja, ne, irgendwie wir haben mit unserem Rattenschwarm da irgendwie Schaden gemacht und dann drücken wir einfach noch Schaden hinterher, der dann praktisch auch als Direct Damage uns den Sieg bringt oder so. Also da kannst du wirklich gut mit umgehen. Und natürlich, wenn du viele Rattenverstärker hast oder so, dann sind deine Ratten ja nachher gar nicht mehr so schwach mehr. Ne? Dann kriegst du auch von der Platte weg. So, jetzt wieder eine sehr, sehr schöne Ratte auch. Aus. Vielleicht Kanz of Takia oder so? Fünfte Morgenröte. Gehört auch zum Mirrodin-Zyklus. Also komplett daneben. Die unbarmherzigen Ratten. 2 schwarze und 1, 2-2. Und sie erhalten +1/+1 für jede andere Kreatur im Spiel namens unbarmherzige Ratten. Denn ein Deck kann eine beliebige Anzahl an Karten namens unbarmherzige Ratten enthalten. Also da kannst du entsprechend auch wieder, ne? Ja, welche auch wieder 40 Mal welche soll es denn sein? Welche soll es denn sein? Ah. Genau. Ne? So, nächste. Auch eine schöne Sache. Gift. Tokens, Giftmarken. Die septischen Ratten. 2-2 für 3 Mana mit Infizieren. Das heißt, diese Kreatur fügt Schaden in Form von -1/-1 Marken für Kreaturen und von Giftmarken für Spielern zu. Und wenn man 10 Giftmarken hat, dann ist man tot, ne, als Spieler. Genau. Immer wenn die septischen Ratten angreifen, erhalten sie +1/+1 bis zum Ende des Zuges, falls der verteidigende Spieler vergiftet ist. Ja? Mhm. Und weil Vergiften so schön ist, kommen direkt die nächsten. Ja, Vergiften, das ist wirklich fies. Die Wundsekretratten aus Morningtide, Morgenluft. 2 schwarze und 1, wieder eine Ratte mit Infizieren. Ne? Also wie gesagt, fügt Kreaturen Schaden in Form von -1/-1 Marken zu, was auch schon stark ist. Und Spielern Giftmarken für Spieler. 2-1. Wenn die Wundsekretratten ins Spiel kommen, erhält jeder Spieler eine Giftmarke. Wir allerdings auch, aber auch da wieder wie bei der Irrealität, der Gegenüber wird ja sehr wahrscheinlich nicht mit Giftmarken spielen. Also insofern irgendwie Tech da schon. Ne? Stimmt. So, dass Ratten eigenständig auch groß werden können, deswegen habe ich die mal mit reingenommen. Es gibt doch eine Werwolfratte. Eine schmutzige Wehrratte, obwohl da jetzt nicht Werwolf steht oder so, ne? Aber die schmutzige Wehrratte kommt aus. Odyssee ist das. Wieder eine Kampfkarte, Für ein schwarzes und 3 Mana ist sie dann 2-3, hat aber für schwarz, wirf eine Karte aus deiner Hand ab, regeneriere die schmutzige Wehrratte, das heißt, ne, dann kriegen wir auch den Friedhof mit voll entsprechend, wir können einfach so ein Regenerationsschild auf sie drauflegen und dann hat sie Grenzwert, das heißt, wir haben den Grenzwert erreicht, solange 7 oder mehr Karten in unserem Friedhof sind und dann erhält sie +2/+2 und kann nicht blocken. Dann ist sie aggressiv. Ja. Dann wird die richtig sauer. Genau. Und ist dann 4-5. Genau. Ne? Ja, allein im Rattenthemendeck haben wir auch noch andere Möglichkeiten, die ich jetzt hier mal zeigen wollte, mit dem Heuschreckengeizhals. Das ist ein Rattenschamane. Wir kommen gleich noch zu den Ninja-Ratten und so. Die kommen gleich auch noch mal. Man kann den Ratten-Tribe auch in eine andere Richtung spielen. Ne? Und es gab dann halt die Nezumis in Kamigawa, so hießen die. Ne? Und die Nezumi-Ratten, und dazu gehörte auch, ist ein Rattenschamane für 4 Mana 2-2, sagt aber, die maximale Handkartenzahl aller Gegner ist um 2 reduziert. Das heißt, sie dürfen nicht mehr maximal 7 Karten auf der Hand haben, sondern nur noch maximal 5. Und er sagt ja nicht 5, und der ist ja zum Beispiel nicht legendär.
Das heißt, den kannst du auch mehrmals im Deck spielen. Wenn du zweimal liegen hast, dann ist die maximale Landkartenzahl aller Gegner um 2 reduziert und nochmal um 2 reduziert. Mhm. Ja. Ja. So. Und was ist, wenn der Gegner jetzt eine Karte hat, die sagt, du hast nur unendliche Karten? Obwohl, ja, dann ist es ja, nee, dann ist es ja trotzdem unendlich, ne? Einfach. Ja, aber um 2 weniger dann. Ja. Wow. So. Soll ich vielleicht erstmal nachdenken, bevor ich die Frage stelle? Ja, ist schon okay, ist schon okay. So, jetzt wollen wir wieder flatten. Jetzt kommt eine ganz neue Karte, nämlich aus Straßen von Neukapenna Commander. Ne? Achso, Commander, ja, deswegen ja, auch. Ja, ja. Mhm. Ne? Die Rattenflut. Ein schwarzes und 3-Mana, eine Ratte, die ist dann 4-2, trampelt. No, das heißt, Schaden geht drüber. Und wenn die Rattenflut stirbt und falls sie einem Spieler in diesem Zug Kampfschaden zugefügt hat, bringe ich sie unter der Kontrolle ihres Besitzers ins Spiel zurück. Ja. Cool ist die halt zu spielen mit der Blitzfähigkeit. Das ist ja in Straßen von Neukapenna entsprechend so eine neue Fähigkeit. Jede Edition bringt ja immer neue Fähigkeiten rein. Das heißt, wir können sie auch für einen Mana mehr für ihre Blitzkosten sprechen und dann würde sie sowieso sterben. Ne? Wobei, die hat ja auch nur 2 hinten. Also sehr wahrscheinlich stirbt die, aber bei Blitz greift sie ja auch direkt an mit Eile, da können wir direkt irgendwie gucken, alles klar, kriegen wir hin. Ne? Mhm. Also falls du diesen Zauberspruch für seine Blitzkosten wägst, erhält er Eile und wenn diese Kreatur stirbt, ziehe eine Karte, auch sehr, sehr schön, dass wir die Karte dann noch eine andere Karte nachziehen. Ne? Opfere die Kreatur zumindest im nächsten Endsegment. Ja, und da sie dann Kampfschaden zugefügt haben wird, so wird es ja dann sehr wahrscheinlich sein, bringen wir sie dann wieder unter die Kontrolle. Ja. Das ist ja die Fähigkeit der Rattenflut. Ne? Genau. Aber der Grund, weshalb wir natürlich über Ratten auch sprechen möchten, ist einfach eine Karte, die kam dann in Kamigawa Neon Dynasty. Ne? Und da sagst du, jetzt müssen wir über Ratten sprechen. Der Rattenlord. Der Rattenlord, der Silberpelzmeister. Der ist einfach so super. Ich lege ihn mal hier hin. Ne? Da sehen wir Ratten. Okay, dann wird es natürlich zweifarbig. Und jetzt wird es auch ein bisschen moderner. Aber ich liebe diese Karte. Die ist einfach nur klasse. Ne? Blau-schwarz, ein Ratten-Ninja mit Ninjutsu. Erstmal gehen wir gleich darauf ein, er hat 2-2 und sagt mal andere Ninja- und Räuberkreaturen, die du kontrollierst. Ach, er sagt gar nicht Rattenverstärkung, er sagt Räuberverstärkung. Guck mal, da habe ich mich verlesen gehabt. Ja, dumm. Er hat ein +1/+1. Ich dachte, der würde sogar Ratten verstärken. Nee, er hat die Räuber verstärkt, weil die Ratten waren dann auch. Ich hatte das Ninja-Deck gespielt, nicht das Ratten-Deck. Okay, ja gut, egal. Ninjutsu-Fähigkeiten, die du aktivierst, kosten beim Aktivieren ein weniger. Jetzt kommen ja gleich ganz viele Ninjutsu-Fähigkeiten. Ninjutsu sagt, ne, für Blau-Schwarz, bringe einen ungeblockten Angreifer, den du kontrollierst, auf die Hand zurück, bringe diese Karte aus deiner Hand getappt und angreifend ins Spiel. Da können wir also immer schön durchtauschen. Das ist eine ganz, ganz gefährliche Fähigkeit. Ist trotzdem eine super Ratte. Natürlich ist es eine super Ratte. Ja, ja, das ist auch generell, jetzt haben wir da 2-2 und vor allen Dingen auch, also weil wir kommen jetzt zu den Kamigawa-Ratten mit den Ninjutsu-Fähigkeiten, die dann entsprechend vergünstigt werden. Ne, ja. Ja. Und die sind oftmals auch Ninjas. Genau. So, aber jetzt können wir erstmal, das ist jetzt eine alte Kamigawa-Karte, der mordende Nizumi. Schwarz und 1, ein Rattenkrieger, 2-1, da sehen wir, jetzt haben die schon Waffen mit der Hand. Ne? Also in Kamigawa, da konnten die, vorher waren die klassischen Ratten, aber nur viele Ratten, so ein Rattenschwarm und so. Und jetzt gehen die Ratten in eine andere Richtung, ne? Dass sie sagen, hier auf der Welt, da sind die Ratten halt so praktisch humanoid und haben dann entsprechend auch Waffen. Ne? Richtig. So, verursacht Furcht, das heißt, der kann nur von schwarzen Artefaktkreaturen geblockt werden, ne? Und kann selber aber nicht blocken. Das ist so eine Draufhauratte. Ja, genau. Also muss das, ne? Einfach so Ratten, die draufhauen. Ja. Immer gut. So, nächster Nizumi. Nizumi Knochenlese. Wir gehen ein bisschen über die Mana-Kosten wieder. Schwarz und 1, ein Rattenschamane, 1-1. Für Schwarz, opfere eine Kreatur, ein Spieler deiner Wahl, wirft eine Karte aus seiner Hand ab. Spiel die Fähigkeit nur zu einem Zeitpunkt, zu dem du noch eine Hexerei spielen könntest. Na, da können wir also entsprechend auch mit arbeiten. Jo. Und haben wieder Handzerstörung. So. Jetzt haben die Flipkarten, haben die dann. Ne? Das heißt, wir haben die obere Seite, die untere Seite. Nizumi Grabräuber ist eine 2-1-Kreatur für ein schwarzes und 1 und sagt, für 2 Mana entferne eine Karte deiner Wahl aus dem Friedhof eines Gegners, ganz aus dem Spiel. Sind keine Karten in diesem Friedhof, wende den Nizumi Grabräuber. Und dann wenden wir ihn halt so als Flipkarte. Und dann wird er zum Nachtauge der Schänder, ist dann 4-2 und sagt für 5 Mana, bringe eine Kreaturenkarte deiner Wahl aus einem Friedhof unter deiner Kontrolle ins Spiel. Ja. Auch vielleicht wieder schön, wenn ihr die Ratten zum Beispiel im Multiplayer spielt, ne, so als Commander zum Beispiel. Krasse Ratten. Ja. Da haben wir sogar einen Rattenräuber. Da würde er dann noch stärker werden. Ja, genau. Ja, ja, ne? So, hier kommt der nächste Rattenräuber. Ja. Nizumi Kurzzahn. Ja, Schwarz 1 ist erstmal wieder eine 1-1-Karte. Und für 2 Mana und Tappen, ein Gegner deiner Wahl wirft eine Karte aus seiner Hand ab. Hat dieser Spieler dann keine Karten auf seiner Hand, wende den Nizumi Kurzzahn. Ja. Das zeckt dann also schon wieder. Da greifen wir also wieder die Hand des Gegners an mit den Ratten.
Und gewendet ist er dann Dolchbart der Widerliche. Da sehen wir, das ist immer hier der Dolchbart. Und das andere, hast du das gesehen? Ne? Ja. Ja. Der ist dann 3-3 und sagt, zu Beginn des Versorgungssegments jedes Gegners verliert dieser Spieler für jede Karte, die er weniger als 3 auf seiner Hand hat, einen Lebenspunkt. Dann greifen wir also dann die Lebenspunkte direkt an. Ja, ja? Genau. So, wir gehen mit den Mana-Kosten so langsam nach oben. Und jetzt sind wir nämlich wieder bei Kamigawa Neon Dynasty. Und da haben wir einen Ratten-Ninja. So, der wird auf jeden Fall... den Rattenverstärker, den Ninja-Verstärker verstärkt. So, Netsumi Herumtreiber. Schwarz und 1. Und es gibt noch mehr. Wir haben nur nicht alle reingenommen. Ne? Also es gibt auch da nochmal richtig coole Ratten in Kamigawa Neon Dynasty. 3-1. Wenn er ins Spiel kommt, erhält eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, Todesberührung und Lebensverknüpfung bis zum Ende des Zuges. Ne? Und Minjutsu für 2, beziehungsweise eventuell sogar günstiger. Ne? Genau. Bringe einen ungeblockten Angreifer, den du kontrollierst, auf die Hand zurück. Bringe diese Karte aus deiner Hand, getappt und angreifend, ins Spiel. Und dann, wenn er ins Spiel kommt, hat er noch den Effekt und kann dann sagen, also kann man richtig mit rumtricksen. Ist auch ganz, ganz schlimm, weil der Gegner auch nie weiß, was dann irgendwie kommt. Wenn du noch Mana offen hast für den Ninjutsu, ist das eine ganz, ganz böse Fähigkeit. Ne? Ja. Im Mythic Rare haben wir dann auch eine Ratte bekommen, und zwar Nashi, Sporn der Mondweisen. Lässt uns einfach viele Karten spielen für 2 schwarze und 1. Legendärer Ratten-Ninja 3-2 mit Ninjutsu 4. Mhm. Immer wenn er einem Spieler Kampfschaden zufügt, schicke die oberste Karte der Bibliothek jedes Spielers ins Exil. Also deine auch und auch im Multiplayer, ne, von jedem. Ja. Bis zum Ende des Zuges kannst du davon eine Karte spielen. Falls du auf diese Weise einen Zauberspruch wirkst, bezahle Lebenspunkte in Höhe seines Mana-Betrags, anstatt seine Mana-Kosten zu bezahlen. Ne? Aber da kannst du dir schon mal die schönsten Sachen immer ausruhen. Ne? Ja. Auch sehr stark. So, jetzt wieder was zum Töten einfach. Der Kehlenschlitzer. So. Ne? Der ist aus Betrayers of Kamigawa, Verräter von Kamigawa, die alte Kamigawa-Edition. Eigentlich ein schwarzes und 4-Mana für ein 2-2er. Aber er hat einen Ninjutsu 3. Das heißt, eigentlich willst du den auch für seine Ninjutsu-Fähigkeiten sprechen. Mhm, auf jeden Fall. Ne? Immer wenn der Kehlschützer einem Spieler Kampfschaden zufügt, zerstöre eine nicht schwarze Kreatur deiner Wahl, die dieser Spieler kontrolliert. Ne? Also nochmal ganz klar, wir haben entsprechend Ninjutsu. Ne? Bring einen ungeblockten Angreifer, den du kontrollierst, auf die Hand zurück. Bring diese Kreatur dann rein und dann ist er ja ungeblockt. Das heißt, er macht auch den Schaden, dann muss der andere die Kreatur zerstören. Dann wird die Kreatur zerstört. So läuft das. Ja, den spielt man wirklich mit Ninjutsu. Ja. Ja. So, jetzt aber wieder eine dicke Rare-Karte. Der Marknager, ein Rattenräuber, würde also auch verstärkt werden, ne, durch den Silberpelz. Sind wir bei 5 Mana aber auch, das ist dann praktisch so hier, ne, schon so die High-Mana-Karte. 2-3, alle Ratten verursachen Furcht. Furcht heißt ja, können nur von schwarzen und Artefaktkreaturen geblockt werden. Ne? Das ist auch eine Bedrohlichkeit. Ja. Und dann tappen, opfere eine Ratte, und davon haben wir ja viele, bringe X11 schwarze Rattenspielsteine ins Spiel, wobei X gleich der Anzahl der Ratten, die du kontrollierst, ist. Für ein reines Rattendeck. Das, kann man mal drüber nachdenken, den zu spielen. Oh, ja. Kann auf jeden Fall, deine Rattenanzahl deutlich erhöhen. Ja, ja. Ja. So, und jetzt haben wir doch mal hier den Rattenschwerterlord. Das ist Tintenauge, Diener der Oni. 6 Mana, legendärer Ratten-Ninja. Auch aus Betrayers of Kamigawa. 5-4. Ninjutsu hat er 5. Ne? Für 2 Mana kann man ihn regenerieren. Ja. Also, das heißt, den kriegst du schon mal schlecht weg. Also außer er wird geexalt oder irgendwas oder so. Sonst kannst du immer ein Regenerationsschild drauf machen. Ne? Immer wenn Tintenauge, Diener der Oni, einem Spieler Kampfschaden zufügt, kannst du eine Kreaturenkarte deiner Wahl aus dem Friedhof dieses Spielers unter deiner Kontrolle ins Spiel bringen. Und gerade mit Ninjutsu ist das halt super, wenn du irgendeine Ratte nimmst, die da irgendwie ungeblockt mal durchkommt. Wir haben ja mehrere, du hast das Mana, bam. Ja, dann kannst du mal so swappen. Nimmt man mit, ja. Nimmt man den mal mit. Ne? So, weil es jetzt nochmal gerade mit Kamigawa Neon Dynasty so modern wurde, dass wir halt das Ratten auch auf einmal auf Motorrädern oder irgendwelchen Fahrzeugen sitzen, haben gesagt, ja, wir müssten ihn mal reinnehmen, auch wenn wir doch bislang noch nicht die besten Fahrzeuge vorgestellt haben. Das werden wir auch nochmal machen. Aber Motorzahn Okiba-Chefin durfte deswegen in dieser Vorstellung nicht fehlen, weil es halt eine Ratte ist, aber es ist ein Pilot, ein Rattenpilot. Naja, ne, schwarz, weiß und 1 ist aber 4-3. Da siehst du auch nochmal, guck, ist das auch rare, aber wie stark wird es für 3 Mana auf einmal, zack, 4-3. Ja. Ja. Zu Beginn des Kampfes in deinem Zug bringst du eine Fahrzeugkarte deiner Wahl aus deinem Friedhof ins Spiel zurück. Sie erhält Eile, bringen sie zu Beginn des nächsten Endsegments auf die Hand ihres Besitzers zurück.
super. Ne? Also einfach sehr gut für Fahrzeuge. Generell, Kamigawa Neon Dynasty ist ein super Edition, wenn ihr Bock einfach an Fahrzeuge habt oder so. Man kann sich ein richtig cooles Ninja-Ratten-Fahrzeug-Deck bauen. Das ist also richtig, richtig gut. So, jetzt aber wieder ein bisschen klassisch. Jetzt wieder ein bisschen klar. Und ich habe den Leute, der muss natürlich auch rein, weil auf der einen Seite weißt du, ich kann es damit bauen. Und das ist natürlich auch für 3 Mana eine 4-3er-Ratte. Ja, ne? Genau. So, aber jetzt eine Karte, die damals unbedeutend war und jetzt aber dann über die Jahre auch teurer geworden ist, jetzt hier aus Time Spiral Remastered, wie ich sehe. Der Ungezieferhof. Land erzeugt ein farbloses Mana. Und für Tappen regenerieren wir ein Eichhörnchen, ein Insekt, eine Ratte oder eine Spinne deiner Wahl. Das heißt, das nächste Mal, dass diese Kreatur zerstört würde, tappe sie stattdessen, entferne sie aus dem Kampf und heile alle auf ihr vermerkten Schaden. Ja, perfekt. Als die rauskam, hattest du noch wenig Eichhörnchen, du hattest weniger Insekten, Ratten auch nur so ein bisschen oder Spinnen. Da dachtest du, ja, aber mittlerweile gibt es da richtig gute Tribes drum. Also auch Eichhörnchen, stimmt, werden wir auch nochmal zeigen. Ne? So, jetzt war die Lords. Jetzt wollen wir mal hier zeigen, ne, dass wir die Ratten noch stärker machen wollen. Und dann ist es oftmals gar keine Ratte, muss aber trotzdem rein. Der flötende Rattenfänger. Schwarz 1, 1-3er Kreatur, Mensch, Hexenmeister. Sagt aber, Ratten, die du kontrollierst, haben Bedrohlichkeit. Wieder mal. Ja? Ja. Und für Schwarz und 1 und Tappen erzeugen wir einen 1-1 schwarzen Ratte-Kreaturenspielstein. Und für 4 Mana und Tappen und opfere 3 Ratten, übernimm die Kontrolle über eine Kreatur deiner Wahl. Und das ja natürlich dann permanent. Also ganz egal, ob der Rattenfänger dann nachher stirbt oder sonst irgendwas, können wir damit auch noch Faxen machen. Genau. Na? Ja. So, nächste Nicht-Ratte ist dann der Ogerfürst der Slums. Für 5 Mana ein Ogerräuber aus, ich meine Gilden, Gatecrash oder so. Ja, Gildensturm hieß das, glaube ich. 3-3. Immer wenn eine andere Nicht-Spielstein-Kreatur stirbt, kannst du einen 1-1 schwarzen Ratte-Kreaturen-Spielstein ins Spiel bringen. Ja, das ist ja bei uns im reinen Rattendeck ja schon mal super. Und aber noch besser ist, Ratten, die du kontrollierst, haben Todesberührung. Dann haben die alle Todesberührung. Das ist super stark, ja. Also vor allem dann wenn du schon deine Rattenarmee da hast und dann den Ogerfürst reinbringst und alle kriegen Todesberührung und dann den Gegner angreifst, dann kommt der echt in Schwitzen. Ja. Ne? Da muss er damit seinen Riesendinos da diese 1-1 Ratten blocken. Ja, muss auch für 5 Mana ein bisschen was können. So, jetzt geht's nochmal dicker. Für 6 Mana kommt dann der Rattenfänger. Sein Ogerräuber hat dann 4-4 und verursacht Furcht. Egal. Zu Beginn deines Versorgungssegments kannst du deine Bibliothek nach einer Rattenkarte durchsuchen, sie offen vorzeigen und auf deine Hand nehmen. Falls du es tust, mische deine Bibliothek. Und das machst du ja immer. Ne? Also ist das eigentlich schon fast so wie so eine zweite Karte ziehen. Das ist definitiv eine zweite Karte ziehen. Ne? Und der fängt dir halt die Ratten. Ja. Und zwar genau die Ratten, die du willst. Ne? Genau. So, 2 haben wir noch. Und zwar einmal die Ungezieferplage. Eine Hexerei jetzt in diesem Fall. Ein schwarzes und 6 Mana. Mit dir beginnend kann reihum jeder Spieler eine beliebige Anzahl an Lebenspunkten bezahlen. Wiederhole diesen Vorgang, bis niemand mehr Lebenspunkte bezahlt. Jeder Spieler bringt für jeden einen Lebenspunkt, den er auf diese Weise bezahlt hat, einen 1-1 schwarzen Ratte-Kreaturen-Spielstein ins Spiel. Dann ist dann mal so Ratten für alle. Ja. Und dann mal gucken, was denn so passiert. Ja, deswegen muss ich nochmal rein, weil es macht halt einfach eine krasse Rattenkarte. Ja, das ist witzig. So. Ja, Ratten können aber auch gefressen werden. Deswegen noch eine Multiplayer-Karte, die jetzt in der Rattendecks-Vorstellung nicht fehlen darf, ist der Hungrige Mlux. Auch eine lustige Karte, hast du, glaube ich, schon mal gespielt, ne? Bestimmt, ja. Ein grünes und 1, eine 2-2er Katze, die sagt, Katzen, die du kontrollierst, haben Schutz vor Ratten. Sie können von Ratten nicht geblockt oder als Ziel bestimmt werden und von ihnen keinen Schaden bekommen. Zu Beginn deines Endsegments erzeugt ein Gegner deiner Wahl einen 1-1 schwarzen Ratte-Kreaturen-Spielstein mit Todesberührung. Immer wenn eine Ratte stirbt, lege auf jede Katze, die du kontrollierst, eine +1/+1 Marke. Ja. Ne? Also einfach mal, um ihn nochmal gesehen zu haben, auch sowas haben wir in Magic, wenn es ein bisschen mehr Chaos sein darf. Ne? Und ihr habt jetzt praktisch hier die Auswahl, bauen wir Multiplayer, sollen die Ratten Motorrad fahren, ne? Oder gehen wir es klassisch an, dass wir einfach, wie gerade am Anfang, einfach nur viele Ratten bringen. Ne? Ja. Oder ihr könnt es auch mit Ninjitsu spielen. Also wirklich viele, viele Möglichkeiten.
entsprechend Rattendecks zu bauen. Wie gesagt, wir haben euch jetzt noch nicht alle vorgestellt, weil es gibt einfach, also es gibt fast in jeder Edition immer eine Ratte. Ne, aber die sind dann auch teilweise ein bisschen ähnlich und wir wollten jetzt ja so die stärkeren Ratten euch vorstellen. Und ihr seht ja aber auch schon, dass die entsprechend auch sehr unterschiedlich dann sind. Ne? Also da, auch da habt ihr praktisch bei diesem Stamm schon die Möglichkeit zu sagen, okay, in welche Richtung wollen wir denn bauen? Ne? Genau, hast du schon eine Lieblingsratte? Also meine ist ja ganz klar der Silberpelzmeister gewesen. Ich habe den dann in dem Nilzu-Deck gespielt. Ne? Ja. Und die Typhusratten. Weil das ist für mich so ein Rattenklassiker. Also der Silberpelzmeister, der ist wirklich sehr gut, aber ich finde auch die Ratten mega nice, die man halt einfach so unendlich oft in sein Deck packen kann. Das ist deins? Ja, das geht natürlich auch, ne? Das ist so ein bisschen irgendwie einfach, ja. Das ist, ihr habt ja, das ist ihr habt natürlich, sowas kann man dann auch natürlich nochmal verstärken. Zum Beispiel, wenn man es mit Verzauberungen unterstützt, ne? Wie zum Beispiel dem Bad Moon, ne, dass man dann sagt, schwarze Kreaturen bekommen +1/+1 und so. Also wenn ihr da einfach weiter mitbaut, ne, sind jetzt zwar keine klassischen Ratten, wir haben euch jetzt ja nur die Ratten vorgestellt, aber auch da könnt ihr über Artefakte oder über Verzauberungen, die werden wir euch auch nochmal vorstellen, aber dass man dann wirklich sagt, so ja, ich gebe meinen Kreaturen allen +1/+1, ganz egal, was für einen Typ die haben oder sonst genau, was. Genau. Also, ja. Das kann man also einfach dann nochmal krasser machen. Ne? Jetzt seid ihr dran. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt gerne ein Like. Ne? Wie gesagt, schaut gerne in die anderen Videos rein. Schreibt eure Feelings in die Kommentare. Wenn ihr noch weitere Ratten wisst oder Wünsche habt, was wir vorstellen sollen, immer reinpinnen. Ne? Und wir greifen das auf. Die Serie kommt ja alle 14 Tage hier. Ne? Und, und abonniert den Kanal, unterstützt uns damit und schaut natürlich gerne noch in die anderen Formate rein, sowie die älteren Videos von die besten Magic-Karten ihrer Art, wie aber auch, was wir sonst so treiben, die Magic-News, Duell-Videos. Ihr könnt auch gerne im Store vorbeikommen, der hat jetzt auch wieder geöffnet und mit uns spielen. Ne, das streamen wir ja auch immer, aber ihr könnt auch einfach mitspielen, euch ein Ticket kaufen online. Ja, all das geht. Und dann sind wir an dieser Stelle raus und hoffen, es hat Spaß gemacht. War wieder ein bisschen lehrreich. Hab vielleicht Bock auf Ratten bekommen, jetzt ein bisschen Ratte. Ne? Ja, ein bisschen hier, ne? Alle über Ratten. Ja, weil du kannst halt, würde mal sagen, man kann Ratten auch sehr günstig spielen. Ist halt ein günstiges Deck und du kannst ja auch, muss ja kein Multiplayer sein, du kannst auch ein Ratten-Duell-Deck bauen, einfach so. Das sagt, ne? Also da kann man, muss man sich mal austoben. Ich hoffe, wir haben euch das näher gebracht. Ne? Und deswegen, viel Spaß von unserer Seite mit Magic the Gathering. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Tschüss.